wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist, alles ist. Von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. Verena hatte das Match der Einsteiner gegen die Dörfler nach allen Regeln fair gepfiffen. Mit 2-3 haben wir überhaupt keine Chance. Oh, ich könnte Verena würgen. Die Dorfkids gewannen. Verräterin. Caro wollte Frieden. Sie machte Billy einen Versöhnungsvorschlag. Und deshalb feiere ich mit Billy zusammen Geburtstag. Was? Die Affen vom Einstein kommen auch alle? Zwischen Conny und Anton funkte es heftig. Lecker. Da könnte man fast noch Appetit auf mehr bekommen. Sophie wollte Conny Anton madig machen. Ist dir eigentlich klar, dass Anton lügt, wenn er den Mund aufmacht? Er wohnt nämlich mit jemandem zusammen, den du auch kennst. Sie heißt Kli, Kla, Klavitza. Zusammen mit Kai wollte sie Anton endgültig zur Rede stellen. Oder ist sie klar wie etwa deine Mutter? Wenn ihr es genau wissen wollt, meine Mutter ist tot. Entschuldigung, das tut mir leid. Mir auch, aber das konnten wir ja nicht wissen. Schon gut. Meine Mutter ist auch gestorben. Da war ich 11. Schon gut, habe ich gesagt. Okay, okay, wir gehen dann mal. Moment. Warum wohnst du eigentlich nicht bei deinem Vater? Weil, den kannst du vergessen. Wie vergessen? Der ist abgehauen. Kann ich jetzt weiterspielen? Nur noch eine Frage. Hat die Klavitta dich adoptiert? Wenn du es genau wissen willst, sie ist meine Pflegemutter. Und seit wann? Ach, komm schon, Sophie. Du kannst ja schon gehen. Sorry nochmal. Wir sehen uns. Und seit wann wohnst du bei der Klavitta? Seit 4 Wochen. Bist du jetzt zufrieden? Danke. Ach, und ich finde das übrigens toll, wie du mit all dem umgehst. Vergiss es. Scheiße, diese Einsteiner sind doch alle arrogante Arschgeigen. Finger weg, ich bin dran. Also, ich fand diese Verena ganz okay. Nur weil sie bei unserem Spiel einmal richtig gepfiffen hat. Nachdem diese Billy dich eindeutig umgenietet hat. Naja, wer sagt's denn? Oh, verdammt! So, jetzt kannst du. Passt mal auf, jetzt zeige ich euch, wie das richtig geht. Moment mal, du bringst dich da auf eine Idee. Wir spielen um die Feier. Wie um die Feier? Die nächste Kugel entscheidet, ob ihr dabei seid oder nicht. Wenn ich einen Punkt mehr hab, dann lädst du die ganzen Typen wieder aus. Versprochen. Also was ist? Die Wette gilt. Ruf's streng nicht an, Alter. Paul will da bestimmt auch nicht hin. Ich hab das alles im Griff. Nein, du Anfänger! Hallo, Anton. Ich mach uns gleich was Tolles zu essen. Kein Hunger. Irgendwas nicht in Ordnung mit dir? Nee, alles bestens. Hast du eigentlich was von diesem komischen Zettel gehört? Was für ein Zettel denn? Moment. Hier. Den hat mir Herr Dr. Stolberg gegeben. Hing am schwarzen Brett. Die ticken doch nicht richtig. Du weißt, wer das geschrieben hat? Nee. Was hat ein Guppi eigentlich dazu gesagt? Dr. Stolberg ist natürlich überhaupt nicht begeistert davon. Und? Er möchte diesem Unfug unbedingt ein Ende bereiten. Und wie? Na, indem er deine Klassenkameraden darüber informiert, dass ich deine Pflegemutter bin und dass wir deshalb zusammenwohnen. Aber mehr weiß er nicht. Ja, doch. Ich musste ihm wohl oder übel die ganze Wahrheit sagen. Du Verräterin! Moment mal. Herr Dr. Stolberg hat mir fest versprochen, niemandem etwas davon zu erzählen. Und ich bin mir sicher, dass er sich dran hält. Und was ist, wenn die mich morgen fragen, was mit meinen richtigen Eltern passiert ist?
du musst doch nicht unbedingt drauf antworten. Das habe ich schon. Wie bitte? Was hast du denn gesagt? Dass mein Vater verschwunden und meine Mutter tot ist. Ich finde es echt nett von Caro, dass sie dich mitfeiern lässt. Ja, aber irgendwie habe ich das auch ein bisschen dir zu verdanken. Na, ohne den Elfmeter. Komm, erzähl doch nicht so einen Quatsch. Hey Jungs, macht ihr mal einen Augenblick Pause? Was ist denn? Du störst. Ich wollte dich einladen. Wozu denn? Ich gebe eine Geburtstagsparty. Billy und Caro feiern zusammen. Bei Pino? Ja, und ihr seid alle eingeladen. Das ganze Internat? Ohne mich, ich will mit diesen Dorfdeppen nichts zu tun haben. Ich glaube, ich auch nicht. Heißt das, ihr kommt nicht? Naja, das gibt doch sowieso nur Streit. Und wir wollen euch nicht die Party verderben. Danke, das habt ihr schon. Warte, Billy. Hör doch mal auf damit. Wir wollen weiterspielen. Sag mal, spinnst du? Ihr seid ja tolle Freunde. Ich weiß übrigens, warum Anton wirklich bei der Klavitta wohnt. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, schön für dich. Willst du es denn nicht auch wissen? Du wirst es mir sicher gleich erzählen. Wieso sollte ich? Schließlich hat Anton doch gesagt, ich soll mit niemandem darüber reden. Aber dir hat er es verraten. Ja, er hat eben Vertrauen zu mir. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Womit hast du ihn erpresst? Überhaupt nicht. Wir haben uns so ganz zufällig im Probenraum getroffen. Und da hat er sofort angefangen, dir alle Geheimnisse zu erzählen. Ja, er war richtig dankbar, dass ihm mal jemand zugehört hat. Du gemeine Schlange, sag mir sofort, was Sache ist. Von mir erfährst du nichts, auch wenn du das ganze Internat zusammenschreist. Gute Nacht. Behalt dein blödes Geheimnis doch für dich. Anton wird es mir bestimmt selber erzählen. Wird er nicht. Und damit wir uns da richtig verstehen, Anton gehört mir. Und? Gute Nachrichten? Ja, für mich schon. Von Valentin? Nee, nee. Von wem denn dann? Sei nicht so neugierig. Läuft da irgendwas Neues bei dir? Ach, Quatsch. Das ist eine Nachricht von meiner Mutter. Ich krieg einen Laptop zu Weihnachten. Einen Laptop? Jetzt wirklich? Ja. Hi. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich einen gewissen Hannes Fabian finde? Ja, der ist im Labor. Und das ist gleich die Treppe rauf. Okay, danke. Wissen Sie denn, wo das ist? Ach, ich gehe einfach nach Gehör. Wie meinen Sie das denn? Lässt es denn Hannes nicht mehr krachen in seinem Unterricht? Naja, in letzter Zeit eigentlich eher weniger. Er wird langsam alter, Junge, was? Sind Sie eine Freundin von ihm? Das kann man so sagen. Wir haben zusammen studiert. Aber ich lebe seit Jahren in Amerika. Ah ja, und jetzt wollen Sie ihn überraschen. Erraten? Und ich möchte ihn daran erinnern, dass wir noch eine Wette zu laufen haben. Ich bin übrigens Roberta. Wir sehen uns, Mädels. Ja, ich glaube, wir... Wann steigt denn euer großes Kicker-Duell? Das steht noch nicht fest. Vergesst mich Bescheid zu sagen. Ich will dabei sein, wenn ihr sich platt macht. Habe ich da gerade richtig gehört? Ihr macht doch was mit denen aus dem Dorf. Ja und? Na, so ein Kicker-Duell ist doch was ganz anderes als so ein alberner Kindergeburtstag. Na, du musst es ja wissen. Ladies and Gentlemen, please sit down. Im neuen Schuljahr machen wir zunächst eine virtuelle Reise durch England. Kai kennt das ja schon vom letzten Schuljahr. Aye, aye, Sir. Na, ich denke, diese Show-Einlagen solltest du dir für dieses Jahr verkneifen. Sorry. Komm mal nach vorne und schreibe mal die südlichen Grafschaften Englands an die Tafel. Willst du wirklich, dass die Jungs zu deiner Feier kommen? Ach, vergiss es. Verena, Billy, hört ihr bitte mit dem Quatsch auf? Okay. Cornwall. Kent. Hastings. Die ersten beiden sind richtig, aber Hastings ist keine Grafschaft, sondern, wer weiß das? Eine kleine Stadt an der Südküste.
Ach ja, richtig. Devin? Moment mal, Kai. Darf ich um den Zettel bitten? Aber der ist nicht für Sie. Ich weiß. Würdest du ihn mir trotzdem geben? Aber ich habe ihn noch gar nicht gelesen. Okay, du hast 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, und ab jetzt herrscht absolute Funkstille, sonst fliegt ihr beide raus hier. Okay, Kai, kannst weitermachen. Essex und Greater London. Hallo. Na, erkennst du mich noch? Roberta, du hier? Nein, Irrtum, das hier ist nur mein Geist. Oh, dafür siehst du aber wirklich sehr gut aus. Danke. Du bist immer noch der Alte, was? Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass ich inzwischen hier auf Schloss Einstein gelandet bin? Das spricht dich so rum. Bis nach Amerika. Oder warst du inzwischen noch woanders? Nee. Und ich habe auch unsere Wette nicht vergessen. Was denn für eine Wette? Ach komm, tu doch nicht so unschuldig. Du weißt ganz genau, was du mir damals versprochen und nicht gehalten hast. Hier kommt deine Chance. Boah, das ist ja hier gleich nebenan. Na und? Dann hast du es wenigstens nicht weit. Niemals. Überleg's dir gut. Meine Rache ist fürchterlich. Das werde ich unten ans schwarze Brett hängen. Auf keinen Fall. Wetten, dass das in 2 Minuten unten im Foyer hängt? Untersteh ich. Mist! Sophie, wiederholst du uns bitte nochmal alle Grafschaften? Ja, bitte? Hallo. Herr Haller, dürfen wir mal ganz kurz stören? Ja, natürlich. Was gibt's denn? Frau Klavitta und ich, wir müssten die Klasse über einen bestimmten Sachverhalt informieren. Bitte. Also, einige von euch haben mich gefragt, warum Frau Klavitta nicht mehr eure Klassenlehrerin ist. Dafür gibt es einen triftigen Grund. Euer neuer Mitschüler Anton ist seit 4 Wochen mein Pflegesohn. Wirklich? Ja, und um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen, dass Anton vielleicht besser behandelt wird als andere, habe ich Frau Klavitta gebeten, die Klasse abzugeben. Aber sie wird natürlich weiterhin Kunst und LER bei euch unterrichten. Ich hoffe, ihr könnt unsere Entscheidung jetzt besser verstehen. So, alles klar oder gibt's noch Fragen? Was ist eigentlich mit Antons richtigen Eltern? Das geht dich gar nichts an. Wieso denn nicht? Darum. Also, damit gar nicht erst neue Gerüchte entstehen. Antons Vater ist bereits vor Jahren verschwunden und seine Mutter ist tot. Aber das ist ja schrecklich. Hey, habt ihr das schon gesehen? Morgen gibt's einen Luftgitarrenwettbewerb in Pink. Was ist denn das? Na, das ist so eine Art Casting für Bekloppte, die denken, sie könnten Gitarre spielen. Wollen wir da nicht zusammen hingehen? Nee, danke. Die haben da alle ein ganz schönes Rad ab. Na? Alles okay? Bei uns schon und bei Ihnen? Danke, ich kann zurzeit nicht klagen. Hat diese Roberta Sie eigentlich noch gefunden? Woher kennt ihr denn Roberta? Weil sie uns gefragt hat, wo sie sind. Und dabei hat sie uns eine Menge aus ihrem Leben erzählt. Also, und was zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass sie noch eine kleine Wette mit Ihnen zu laufen hat. Und worum geht's da? Ich glaube nicht, dass euch das irgendwas angeht. Und jetzt ab mit euch an die frische Luft, bevor die Pause zu Ende ist. Hm? Wie ist der denn drauf? Irgendwie muss diese Roberta ihm auf den Magen geschlagen sein. Kein Wunder, so wie die aussieht. Was ist das überhaupt für eine Tante? Eine absolute Traumfrau. Cool und heavy. Hallo, Anton. Hallo. Willst du auch eine Cola? Nein, danke. Ich wollte dir nur sagen, dass mir das mit deinen Eltern schrecklich leid tut. Schon gut. Hast du eigentlich Sophie erzählt, was mit deinen Eltern passiert ist? Wieso hat sie das behauptet? Nicht direkt. Hast du nur mit ihr darüber geredet? Ja, aber nur, weil sie angefangen hat, wilde Gerüchte in die Welt zu setzen. Du meinst diesen Schwachsinn mit dem Herzen? Das glaubt doch keiner. Bist du dir da sicher? Also ich jedenfalls nicht. Danke. Willst du nicht doch einen Schluck? Falls du mal jemanden zum Reden brauchst, ich kann unheimlich gut zuhören. Danke. Okay. Irgendwann erzähle ich dir die ganze Wahrheit über meine Mutter.
Ja, bitte. Sie wollten mich sprechen, Herr Dr. Stolberg? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Also, was stimmt denn nun? Das, was Sie mir oder das, was Sie vorhin vor der Klasse erzählt haben? Das, was ich Ihnen erzählt habe, natürlich. Ja, und warum behaupten Sie dann plötzlich, dass Antons Mutter tot ist? Weil ich meinen Pflegesohn nicht vor der ganzen Klasse bloßstellen wollte. Wie bloßstellen? Verstehe ich nicht. Naja, Anton ist wohl von einigen Mitschülern so lange bedrängt worden, bis er schließlich in seiner Not behauptet hat, seine Mutter sei tot. Ja, und wieso sagen Sie mir das nicht vorher? Weil mir da noch nicht klar war, dass wieder jemand nach den Eltern fragen würde. Meinen Sie nicht, dass diese Lüge die Situation für Anton nur verschlimmert? Nein, solange niemand die Wahrheit erfährt. Und außer Ihnen gibt es keinen, dem ich davon erzählt habe. Ich finde, das ist keine Lösung. Sie können doch die Schüler nicht immer weiter belügen. Also gut, dann geben Sie uns noch Zeit bis nach den Herbstferien. Einverstanden. Und bitte, nehmen Sie meine Besorgnis ernst, Kollegin Klavitta. Ja. Guido. Ich bin gleich wieder da. Kann ich mich einen Augenblick zu euch setzen? Wenn es unbedingt sein muss? Ja, es muss. Willst du was Bestimmtes? Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Wie wär's, wenn ihr euer großes Kicker-Duell auf Billys Geburtstagsfeier macht? Wieso sollten wir? Weil Billy echt sauer ist, dass ihr nicht auf ihre Party kommen wollt. Das haben wir ihr doch schon erklärt. Das bringt nur Stress. Überlegt doch mal, so ein Match ist doch viel cooler, wenn euch möglichst viele Zuschauer zujubeln. Hm. Irgendwie ist da was dran. Willst du da wirklich bei dieser Geburtstagsfeier auftreten? Wieso nicht? Gegen unsere flinken Finger haben Orlando und Marcel sowieso keine Chance. Also, an mir soll es euch scheitern. Abgemacht? Ich kann Billy also sagen, ihr seid dabei? Aber nur zum Kickern. Ihr Spinner, ladet euch doch gleich das Fernsehen ein. Hm, gar keine so schlechte Idee. Sollen wir anrufen oder willst du? Morgen wird es bei 18 Grad wieder etwas freundlicher. Der Wind frischt auf. Einzelne Böen aus Nordwest erreichen Stärke 8. Damit zurück zu unseren Hits der 80er Jahre. Wissen Sie, Herr Fabian, dass ich diese Gruppe damals so richtig live auf der Waldbühne erlebt habe? Hallo, Herr Fabian. Ja, was gibt's? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht aus Ihren Träumen reißen. Ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden. Ja, natürlich. Wiedersehen. Übrigens, vergessen Sie doch nicht, das Radio auszumachen, wenn Sie gehen. Yeah, Fans! Black Viper is coming! Und du glaubst wirklich, dass der Tod von Antons Mutter nur eine Show von ihm ist? Ja. Ich habe zufällig mitbekommen, wie er und Conny sich am Cola-Automaten unterhalten haben. Was hat er denn gesagt? Ne, dass das mit seiner Mutter nicht die ganze Wahrheit ist. Aber die Klavitta hat doch auch gesagt, dass seine Mutter tot ist. Ja, vielleicht wollte die ihm helfen. Ich kann das immer noch nicht glauben. Warum sollte Anton sowas tun? Ne, ist doch ganz einfach. Um mit der Mitleidsmasche an Conny ranzukommen. Achtung. Hi, lasst euch nicht stören. Ich wollte nur meine Jacke holen. Kann ich dich mal einen Augenblick sprechen? Weswegen? Wegen Anton. Hat er dir eigentlich schon erzählt, wo seine Mutter beerdigt ist? Spinnt ihr jetzt total? Wollt ihr etwa Blumen vorbeibringen? Warum nicht? Nicht nötig. Das mach ich schon selber. Entschuldigung, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist, dann hätte ich das bestimmt nicht gesagt. Du lügst doch. Der Einzige, der hier lügt, das bist du. Kannst du es beweisen? Nee, aber du hast doch vorhin... Komm, Anton, vergiss die beiden.
Scheiße, Scheiße, Scheiße! Du und deine blöden Verdächtigungen! Schrei mich nicht an! Du hättest Conny ja nicht ansprechen müssen. Verdammt, jetzt habe ich überhaupt keine Chance mehr bei ihm. Bleib cool. Wenn Conny mitkriegt, dass er ihr nur was vorgemacht hat, dann will sie bestimmt nichts mehr von ihm wissen. Ja, und dann? Und dann schlägt deine große Stunde bei Anton. Und meine bei Conny. Was geht denn hier ab? Seit wann hören die im Lehrerzimmer Heavy Metal? Soll ich? Mach schon. Aber auf deine Verantwortung. Das gibt's doch nicht. Du siehst doch, dass es das gibt. Was habt ihr denn hier zu suchen? Wir haben die Musik gehört. Und da dachten wir, alles okay mit ihm? Ja, ja, ich habe nur mal was ausprobiert. Am besten, ihr vergesst sofort, was ihr hier gesehen habt, klar? Alles klar, Fabian. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich auch nicht. Gut, dann vielen Dank, die Damen, und ich werde mich bei Gelegenheit mal revanchieren. Und jetzt ab mit euch. Sieben zu null. Na, das läuft ja bestens, hä? Darfst du noch was sein? Danke, danke. 8 zu 0. Ja. Ah, hallo, ihr beiden. Hi, wir wollten ein bisschen trainieren. Das ist eine gute Idee. Eure Gegner sind ja schon bestens in Form. Aber gegen uns haben die sowieso keine Chance. Na, da werde ich mir nicht so sicher. Habt ihr euch inzwischen geeinigt, wann die große Match stattfinden soll? Ja, morgen an Billys Geburtstag. Das ist eine Überraschung. Und wissen eure Gegner schon was davon? Keine Ahnung. Marcel? Hat die Caro schon gesagt, dass die große Match an ihrem Geburtstag stattfinden soll? Nee, noch nicht, aber das ist kein Problem für uns. Wir sind eh da. Je mehr Leute sehen, wie wir die beiden Loser wegputzen, desto besser. Seht zu null. Das war's, Jungs. Wollt ihr jetzt mal? Nein, danke. So einen Teil haben wir auch im Internat. Ja, wie ihr wollt, dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen Elfmeter trainieren. Elfmeter? Sowas gibt's beim Kickern doch gar nicht. Und ob sowas gibt, jetzt pass mal auf. Oh, Hilfe. Das hab ich ganz vergessen. Ich hab noch Sport AG. Ciao. Warte, ich komm mit. Ciao, ihr zwei, Ich freue mich auf die Match. Was ist eigentlich los mit dir? Wir hauen uns morgen mit 10 zu 0 weg. Und ich habe keine Lust, mich zu blamieren. Und die Sprüche von Sophie und Kai machen dir wirklich nichts aus? Die wollen sich doch nur wichtig machen. Das mit deiner Mutter fand ich aber ziemlich hart. Schon gut. Wie hältst du es eigentlich mit Sophie zusammen im Haus? Das frage ich mich manchmal auch. Welchen willst du? Den da. Auf geht's. Wessen Stern am meisten auftritt, der darf sich etwas wünschen. Einverstanden. Wer fängt an? Du. 1, 2, 3, 4. Nicht schlecht. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gewonnen. Und was wünschst du dir jetzt? Dass du dich in mich verliebst. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein. Achtung, sie kommt. Muss das sein? Ja, das muss. Und Kuss. Und dann später mal total genial. Alles ist alles. Ach, Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.